So, Freunde, wir sind im Skymet-Turm. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergehen soll hier. Was jetzt als nächstes passieren soll. Ja. Ich vermisse Ihre Aktivität an den Terminals im oberen Bereich von Seeks and Synthetics. Rip, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen? Das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen? Das ist doch alles absoluter Unsinn! Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten. Und dann ist alles vorbei. Seeks and Synthetics. Bestimmt so ein kleiner Endgegner irgendwie. Und der kann die Ranoiden bestimmt nicht abschalten. Und was kommt doch dann noch? So, Digga, wo müssen wir hin? Wir müssen hinten also hin. Ja, aber so einfach, wie wir uns das jetzt hier vorstellen, ist es bestimmt nicht. Jetzt können wir endlich mal hier rein, oder? Konnten wir hier schon mal rein, Leute? Konnten wir noch nie rein? Oh, diese Munition, ne? Oh, Revolver-Munition, geil. Neuverkabelung, was können wir da machen? Gucken. Luftreinigung aus. Muss alles vernebelt sein, dunklig, dreckig. Das wäre eine Kiste. Sollten wir auch verflucht nochmal mitnehmen? Ladungspack, bringt uns also wieder nichts. Schön. Schönes Ding. Haben wir auch nichts. Dann sind wir gleich richtig, Leute. Komme ich irgendwie rein? Ah, das ist eine Tür, da müssen wir irgendwie rein. Irgendwie kommen wir da rein, Leute. Da ist ein Aufzug, da kommen wir nicht durch. Doch, geht es? Zugriff gewährt? Ja doch, das würde sogar gehen. Aber da müssen wir nicht hin. Wir müssen hier durch. Nicht, dass wir jetzt irgendwo hinfahren, wo wir nicht hin müssen, Freunde. Da hab ich auch keinen Bock drauf. Find schon mal geil. Gerät unzureichend. Oh, jetzt kriegen wir wieder ein neues Gerät, Mann. Das ist doch kacke. Oder so eine Schlüsselkarte oder irgendwas wieder. Zu Seeks and Synthetics. So. Jetzt kommen auch wieder nur Ladebildschirme, Mann. Mit dem neuen Verkabelungssystem der Station können Sie das Blatt zu Ihren Gunsten wenden. Die Taschenlampe ist im Dunkeln nützlich, macht jedoch auch Feinde auf Sie aufmerksam. Nutzen Sie sie mit Bedacht. Was kommt noch? Gewalt gegen Maschinen widerspricht der Primärprogrammierung von Syntheten. Das heißt aber nicht, dass Hives nicht dazu in der Lage sind. So. Gucken wir mal. Seeks and Synthetics. Okay, jetzt sind wir tot. Ripley, da ist eine Sicherheitswarnung in den Laboren nebenan angegangen. Aufzüge sind außer Betrieb. Scheint, als hätten die Seeks and Syntheten was gegen ein herumschnüffelndes Modell von Weyland-Yutani. Wie komme ich jetzt nach oben? Sie müssen klettern. Es gibt da irgendwo einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt. Okay, machen wir. Suche, Ladungspack. Mann, wir haben alles voll, das ist scheiße, Leute. Ich könnte so viel herstellen, mitnehmen, wenn wir hier nicht alles voll hätten. Was haben wir hier? Smith liest das. Sei nicht böse, aber ich bin durch den Aufzugsschacht und habe die Zugänge hinter mir abgeschlossen. Mir war ein Hiwi auf den Fersen. Ich musste weg. Wenn du was findest, um durch die Platte zu schneiden, der Code lautet 8382. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich komme zurück nach unten. Keine Spur von den Turteltauben, aber ich habe hier einen Haufen Waffen und Vorräte. Was? 8382. Ah, hier kommen wir sogar rein. Da müssen wir rein. Wollen wir mal kurz weitergehen erstmal? Vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Da hinten ist auch nochmal eine Tür. Hier mal wieder was zu mitnehmen, was wir nicht mitnehmen können. Schade eigentlich. Extrem schade. Die Musik wird komisch. Okay. Da ist irgendwas nach unten. Klettern Sie im Auto schon nach oben im Labor. Aber da würden wir doch durchkommen. Da ist doch...
Leute. Da würden wir doch durchkommen, ne? Da hätten wir doch den Plasma schnell nutzen können. Oh, jetzt finden wir aber viel Munition, das ist nice. Aber leider nichts zum Herstellen. Naja, wisst schon. So, wartet mal, wo geht's hier hin? Hier geht's irgendwo durch, da brauchen wir glaube ich nicht hin. Wir gehen mal hier lang. Kann man speichern? Machen wir einfach mal, Freunde. Ich meine, schadet ja nicht. Schadet ja einfach nicht, mal ein wenig zu speichern. So, dann machen wir einfach mal weiter hier. Zu den oberen Laboren klettern. Ich habe aber noch den Code und weiß aber nicht, wo ich ihn einsetze. Ich glaube, den kann ich tatsächlich doch dann hier irgendwo. Jetzt sind wir unten. Da wollen wir aber nicht hin, ne? Hier wollten wir nicht her, Freunde. Können wir wieder zurückgehen. Das ist falsch. Wir müssen tatsächlich da hinten da runterklettern. Das ist nur so ein... Sind wir im Kreis gelaufen, denn hier waren wir schon mal ganz am Anfang. Ich guck mal, hier liegen überall welche rum. Läuft da einer? Nee. Das hört sich manchmal an, als wenn da einer läuft, Freunde. Aber da ist nichts. Zumindest denke ich, dass da nichts ist. Also hier können wir aufschneiden. Das geht. Komm, ist ja ein anderes Ding hier, Baby. Mach auf jetzt hier. Heiß. Zieh dich dabei noch aus. Ah. 8382. Jetzt sind wir weiter, okay? Jetzt können wir da durch. Ist aber auch nicht so krass. Es ist schon mal ganz geil zu wissen, dass das Alien jetzt erstmal nicht kommt. Ja, es wird sicherlich nochmal kommen, aber erstmal ist es wahrscheinlich nicht geplant, dass hier nochmal ein Alien kommt. Das finde ich ganz cool, denn irgendwie ist es doch ein bisschen entspannend zu wissen, dass wir sicher sind. Zumindest vor dem Alien. Ist jetzt mehr so ein Überlebensding hier. Und Erkundungsding. Ich hoffe, das bleibt auch so. Die Leiter, dass diese hoch ist, gefällt mir schon mehr nicht. Ist da irgendwas faul? Oder? Nicht runtergucken, Mann. Digga, doch nicht runtergucken. Kletter hoch jetzt. Scheiße, es gibt kein Zurück mehr jetzt. Es gibt kein Zurück mehr. Wir müssen bestimmt jetzt aber irgendwie... Ah. Ja. Ah. Ich habe jetzt gedacht, der stürzt auch ab, der Aufzug. Aber ich glaube, wir hatten nochmal ganz gut Glück gehabt, Diggas. So, hier kommen wir nicht durch. Hier könnten wir lang. Wir gucken mal, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen sogar hier lang. Aber wir können mal kurz gucken. Batterien müssten wir ja genug haben eigentlich. Da kommen wir irgendwo raus. Wo müssen wir raus? Da müssen wir raus, ja. Also gehen wir hier mal kurz weiter und gucken nochmal, ob hier noch irgendwas rumliegt. Ein bisschen Loot auf dem... Ah, hier hinten ist gar nichts, okay. Schade. Also gut, wir müssen hier lang. Und sind gespannt, was uns hier erwartet, Freunde. Ich komme nicht raus. Können wir speichern? Ah, die greifen mich so an. Das weiß ich jetzt schon, dass sie mich angreifen. Das weiß ich jetzt schon, Mann, dass mich einer von denen auf jeden Fall angreift. Der hier vielleicht nicht. Aber der hier bestimmt.
Auch nicht? Cool. Ricardo, ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Typ meldet sich nicht. Toll. Ja, stimmt, die sind alle. Alle irgendwie Oh, da ist was gelaufen. Habt ihr das gesehen? Da steht jemand. Ist nicht cool. Schnell speichern, Digga. Gefahr ist nahesteht. Das ist gar nicht cool. Ich wäre auch zufrieden, wenn wir mal wieder einen Elektroschocker oder uns herstellen könnten. Aber es geht nicht. Einen haben wir. Achso, Elektroschocker finden wir. So rum ist es, genau. Elektroschocker können wir nicht herstellen. Das finden wir. Oh, da steht ja einer. Ach, die stehen einfach nur so da. Die sind abgeschaltet gerade. Die sind abgeschaltet. Ich hoffe auch, dass die alle abgeschaltet sind. Denn manchmal kommen die ja angesprungen, die Viecher. Und überraschen uns. Voll durchgedreht. Die haben nicht mal Loot bei, den ich nehmen kann. Revolver, Munition. Mir gefällt es nicht, Leute, dass wir hier Munition kriegen. Das hat doch schon wieder irgendwas zu bedeuten, diese scheiß Munition. Bevor wir hier jetzt betätigen. Hier ist bestimmt eine Tür, wo wir rein müssen. Die Tür ist aber zu. Mehrere Sachen. Und der Schrank hier gefällt mir auch ganz und gar nicht, Freunde. Ausschalten. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hier mit dem Schrank schon wieder auch. Hier ist nochmal eine Tür. Und hier kommen wir durch. Verfolgt mich irgendwas? Ah. Vielleicht müssen wir das dann später nicht mehr aufmachen. Das wäre nice. Das wäre cool auf jeden Fall, wenn wir das später dann nicht mehr machen müssten. Aber ich glaube, das ist nur so ein Lager hier für irgendwas. Hier kann man sich wieder verstecken. Toll. Ey, man findet hier gerade so viel Zeug. Ich bin gerade echt verwirrt, was uns dieses Zeug jetzt hier bringen wird. Was uns dieses ganze Zeug jetzt hier helfen mag. Ich glaube, wenn ich die beiden Schalter eingeschaltet habe, Leute, dann ist wahrscheinlich ein Teil von den Syntheten wieder aktiv. Könnte ich mir vorstellen. Oh, ich habe irgendwas in der Glubschkugel. Und dann geht höchstwahrscheinlich das ganze Zeug wieder von vorne los hier. Auf Terminal zugreifen. Wollen wir mal gucken hier. Warte mal, wir nehmen erstmal den Rest noch mit. Hier haben wir auch wieder was zum Betätigen. Ist alles nicht cool. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Taschenlampen. Ah. Taschenlampenbatterien. Finden Sie einen Weg durch die elektrisierte Tür? Ja, ich muss das alles abschalten, ist ja klar. Wir machen erstmal die zwei äußeren. Da passiert bestimmt was, Freunde. Passiert doch irgendwas, Mann. 100 Pro. Und was kommt doch da bestimmt, Mann. Komm, mal schnell. Digga, komm. Wie soll ich das denn machen? Oh, scheiße. Digga, wo müssen wir hin? Keine Ahnung, es steht nicht da, wo wir hin müssen. Oh.
Digga! Nee, will ich aber nicht. Ich geh jetzt kaputt, Mann. Hör auf zu heulen, Mann. Du Sackviech. Das ist er doch. Das ist doch unser Freund hier. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahren, Eindämmungsstufe Omega. Blöder Pisser, Alter. Ich habe für sowas keine Zeit. Ist klar, sie dreht durch. Er dreht vollkommen durch. Okay, er dreht durch. Er will's wissen, Mann. Er will's richtig aufs Maul kriegen hier. Er denkt, er ist der Krasseste. Da hat er sich aber nicht mit Ripley angelegt, Mann. Denn wir sind nämlich die Krassesten hier. Finden Sie Samuel L. Jackson? The Crassest? Samuel L. Jackson, The Crassest? Toll. Mir gefällt es nicht, Freunde, dass ich hier schon wieder nicht speichern konnte. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich glaube, wir heilen uns trotzdem nochmal. Denn das könnte nützlich sein. Kann man irgendwo speichern? Oh, da müssen wir bestimmt die Tür jetzt aufmachen. Die Tür aufmachen und dann kommen die aber alle an, bestimmt. Pläne für heute Abend. Susanne Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Es treffen Berichte über anormales Androidenverhalten unten ein. Hat vielleicht etwas mit den ganzen Vermissten zu tun. Du musst dich in den Ausstellungsraum begeben und dich dort einschließen. Es gibt einen Abriegelungsschalter an meinem Schreibtisch, da diese Maschinen mal tatsächlich was wert waren. Mach dir um die keine Sorgen. Das sind nur Vorführmodelle. Nicht mehr lang. Ich werde mich um alles kümmern und dann können wir gemeinsam endlich abgeschlossenen Vertrag außerhalb der Arbeitszeit feiern. Spedding, ich rechne damit, dass die VIP früh ankommen. Sehen Sie zu, dass Sie und Ihre Leute zur Begrüßung parat stehen. Die Uhr tickt und das ist unsere letzte Chance, etwas aus diesem Scheißhaufen rauszuquetschen. Ich will, dass Ihre Leute nach deren Pfeife tanzen und über jeden Ihre lahmen Witze lachen. Bringen Sie sie zum Ausstellungsraum, aber hetzen Sie sie nicht und schwingen Sie keine langweiligen Reden. Wenn Sie Änderungen an den Hiwis verlangen, stimmen Sie zu. Die Techniker können Sie später darüber am Kopf zerbrechen. Ich hoffe, Ihre besten Leute sind an der Sache dran, Digga. Okay. Ja, jetzt können wir wieder was herstellen. Stimmt. Nice. Stellen wir gleich her. Ey, wir haben auch alles voll, Mann. Ohne Scheiß. Wir haben echt alles voll hier. Wir haben so gut gebunkert, Leute. Dass wir echt jeden Scheiß hier mitnehmen können. Batterie ist leer. Laufen wir mal schnell nach. Schrott ist natürlich wieder voll. Und die machen hoffentlich nichts. Hoffentlich. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube nämlich schon, dass die gleich aufstehen. Tür verschlossen. Ja, toll. Und nu? Wie entkomme ich denn jetzt hier? Hier muss es jetzt irgendwo was geben, dass ich hier rauskomme. Durch die Tür sind wir gekommen. Kann ich jetzt hier was freigeben? Montag 0 Termine, Freitag Date Night. Ja, aber da hinten komme ich jetzt nicht mehr raus. Ich meine, ich kann nur einfach jetzt wieder herausgehen, oder? Ja, aber verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch jetzt keine Kunst eigentlich. Kommt bestimmt irgendwas jetzt, Leute. Irgendwas kommt doch bestimmt jetzt, oder? Ich meine, es wäre doch jetzt so einfach. Aber gut, wir kommen ja hier eigentlich nicht weiter, ne? Denn wir müssen ja hier rein.
Müssen hier rein. Aber vielleicht ist jetzt da irgendeine Tür offen, vielleicht. Muss noch mal gucken. Vielleicht haben wir hier jetzt irgendwo. Die Tür ist immer noch kaputt. Scheiße! Wir müssen da irgendwas müssen. Da muss irgendwie was sein, Freunde. Irgendwie muss da irgendwas sein, wo wir lang müssen. Irgendwie irgendwie in eine Dachluke reinspringen. Also in eine Deckenluke oder irgendwas reinspringen. Keine Ahnung. Irgendwas Verstecktes irgendwo. Ist ja cool, wenn man hier irgendwie schneller laufen könnte, ne? Ist voll lahmarschig. Voll lame, Digga. Voll lame. Terminal gibt's also nix. Ist aber auch nichts irgendwie hier höchstens. Warte mal. Jetzt ist die Tür grün. Jetzt kommen die aber bestimmt gleich. Sie haben keinen Termin. Ich hab's gewusst. Oder? Mach auf. Digga, wo müssen wir hin jetzt? Oh, Digga, natürlich. Ich glaube, die sind weg. Ich glaub, die Pisser sind weg, Mann. Oh, die kommen jetzt aber. Was macht denn hier so Krach? Scheiße, die wollen hier rein. Oh, hier. Ja. Oh, jetzt haben wir gut Muni, Leute. Geile Scheiße auf jeden Fall. Jetzt haben wir gut Munition, muss ich sagen. Und warum finden wir hier jetzt so viel Plunder? Warum findet man jetzt so viel Plunder hier? Das gefällt mir gar nicht. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht cool, Freunde. Kommt das ein Endboss, oder was? Molotov, wir finden ja alles, Digga. Warum finden wir hier so viel Plunder? Ich glaube, wir müssen tatsächlich die ganzen Viecher besiegen. Könnt ihr mal sowas nehmen? Ich glaube, wir müssen ihn tatsächlich besiegen, ne? Smith, lies das. Was soll das heißen? Du hast den Zugang zum Aufzug abgeschlossen? Deine Knarre und Vorräte helfen mir einen Scheiß, wenn der Synthet, der dich gejagt hat, immer noch hier unten ist. Man... Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er stand in der Anlagenüberwachung und hat deine alten Hefte angeschaut. Komm hier runter und mach die Tür auf. Pronto. Ich weiß nicht, wie viele von euch noch da sind und das lesen, aber ich habe vor den Syntheten Ausstellungsraum mit Waffen und Vorräten Lager aufgeschlagen. Da sind wir hoffentlich sicher vor der Kreatur. Smith ist bei mir und ihr wartet darauf, dass man ihn aus dem Flüssigkeitswerk nach oben lässt. Noch immer keine Meldung von Susanne. Lasst mich wissen, ob sie bei euch ist. Ja, aber die Schlüsselkarte... Aber die Schlüsselkarte habe ich jetzt immer noch nicht. Komme ich ja trotzdem immer noch nicht raus, ne? Alter, warum finden wir so viel Munition, Freunde? Das hat doch jetzt was Beschissenes zu bedeuten. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Gasumleitung, das ist irgendwas Interessantes hier. Gasumleitung. Gasumleitung. Schlüsselkarte benötigt. Ich muss die besiegen, glaube ich.
Es leckt total rum. Digga! Oh, ich hänge fest. Scheiße, ich hänge fest, Mann. Lad nach. Stirbt, verdammt. Stirbt! Einer von euch hat eine Karte bei, ich weiß es. Einer von euch hat eine bei. Dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Ja, mit Sicherheit. Ihr Dreckspisser, Alter. Aber wo? Da hat keiner was. Ich kann nichts looten. Ah, hab ich jetzt? Hab ich die Karte jetzt? Ich hab immer noch nichts, ne? Kriegen wir schon gleich. Dafür hab ich aber immer noch nichts. Und ich verstehe das nicht, ich hab doch einen Molotow-Cocktail geschmissen, ne? Warum kann ich jetzt keinen neuen Molotow-Cocktail aufnehmen? Vielleicht hat er hier jetzt auch eine Schlüsselkarte genommen. Ich speichere trotzdem nochmal ab, Freunde, Mann. Ich muss auf Nummer sicher gehen hier. Einmal auf Nummer sicher hier. So, komm. Wir haben alles, denke ich. Ich glaube, die Schlüsselkarte haben wir auch. Gehen wir mal hier lang jetzt. Ich hoffe, dass wir jetzt alles Nötige haben, um weiterzukommen. Ich glaube schon. Ja, wunderbar. Das gefällt mir. Wir haben auf jeden Fall schon krass Munition wieder gesammelt. Das ist nice. Und überall liegt so ein komischer Müsli-Riegel rum, den keiner haben möchte. Ich würde ihn ja nehmen, aber irgendwie geht es irgendwie auch nicht. Finden Sie wen? Ach, der war hier drinnen, ne? Oder? Wayland Yutani sind registriert. Unbefugter Zugang registriert. Ja, kannst du X machen, Digga, oder? Hier kann man auch wieder speichern notfalls, das ist cool. Und hier müssten wir aber, glaube ich, alles haben, so wie es aussieht. Ich denke mal, speichern brauchen wir jetzt nicht, weil wir ja gerade eben da hinten schon gespeichert haben. Machen wir hier mal ausschalten, Freunde. Und gucken mal, wo uns das Ganze hinführt. Folgen Sie Samuel. Gucken wir mal. Finden Sie Samuels in Seeks and Synthetics. Okay. Gucken wir mal. Können wir schon gucken hier? Nee. Störung. Super. Okay. Was sagen Sie? Nichts. Nur noch mehr Schrott auf dieser Station, der kaputt geht. Das Übliche. Stromausfall, ja toll, und jetzt? Ah, guck mal hier. Oder? Nee. Ja, und jetzt? Hochklettern? Wo soll ich denn hochklettern? Hä? Jetzt, ah. Fallen wir schon wieder runter und müssen dann extrem wegrennen. Warte mal, ich weiß nicht. Weiß nicht, wo das überall rauskommt, das Zeug. Runterspringen. Versuchen wir das. Das stürzt bestimmt gleich alles zusammen, Mann. Bestimmt irgendwie sowas kommt bestimmt, Mann. Irgend so ein Scheiß bestimmt wieder.
So, komm. Okay, dann springen wir mal. Na los! Jetzt hoch! Hoch! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Geh hoch jetzt mal. Du schaffst es, Mädchen. Komm, du bist nicht allzu schwer, Mann. Du bist eine junge, dünne, hübsche Braut. So. Mal, was uns hier jetzt erwartet. Bestimmt wieder ganz viele blöde Sachen. Toll. Toll. Die kann man nochmal speichern. Was auch immer das schon bedeutet. Hier, in der Androidenabfertigung. Wir haben ein Problem auf der Station. Weiß gegen Rotopfer. Gerade hat sich ein Android mit Schädeltrauma am APDC gemeldet. Er ist mit Blut vollgespritzt. Menschlichem Blut. Ich habe die Marshals informiert, meine Sekretärin in Sicherheit gebracht und mich auf dem Weg zum Transit gemacht. Ich werde einen Hiwi-Android damit beauftragen, Apollos Rat einzuholen. Vielleicht weiß Apollo, wer zum Teufel hierfür verantwortlich ist. Ja, das stimmt. So Leute, wir machen Schluss hier mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze wieder mal gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gebt Feedback, Leute. Ich glaube, wir nähern uns. Ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, wir nähern uns trotzdem dem Ende des Spiels. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich bin auch gespannt, ob das Alien nochmal kommt. Ich meine, es ist ja eigentlich hier so das Zentralwesen im ganzen Spiel eigentlich. Also eigentlich müsste es nochmal kommen. Ich bin gespannt, auch was mit Samuels jetzt ist und so weiter. Ja, gucken wir mal, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann, euer Panne. Servus.